herzlich willkommen zu meinem neuen Video, das erste Video in 2021. Wer mir auf Instagram folgt oder ab und zu auf meine Website schaut, der wird schon gesehen haben, dass die Teneré ein neues Kleid bekommen hat. Ich werde euch heute einmal kurz zeigen, was sich alles geändert hat, beziehungsweise welche Umbauten es über den Winter gab. Zuerst kurz zu der Frage, warum war überhaupt ein neues Design nötig? Die meisten von euch haben vielleicht meine anderen Videos schon gesehen, welche Sturzbügel ich benutze oder welche Motorschutzplatze oder die Barkbuster Handguards. Das heißt, viele von euch haben oder manche haben sich die einzelnen Teile nachgekauft, was ja auch völlig okay ist und dadurch aber für mich irgendwo natürlich das Bike nachgebaut. Das ist ja auch irgendwo Zweck der Sache. Mir war es aber dann wichtig, dass mein Bike wieder einen individuellen Touch kriegt. Deswegen wollte ich es umfolieren, wollte natürlich auch keine Folierung von der Stange kaufen, so wie es schon viele getan haben, sondern irgendwas Eigenes machen. Ja, warum habe ich mich jetzt also für diese Farbkombination und für dieses Design entschieden? Ich wollte, wie vorhin schon gesagt, einen individuellen Touch haben. Deswegen steht das Raiva und das Starchi einmal drauf. Und ich wollte von den Farben natürlich auch irgendwas Neues reinbringen, weil ich mich an dem Blau dann irgendwann auch satt gesehen habe. Beziehungsweise man das Blau ja doch aus sehr häufig sieht. Genau, also wir haben hier auf der rechten Seite einmal den individuellen Schriftzug, wobei es natürlich hier nur das Raiva draufsteht. Auf der anderen Seite dann das Starchi. Ich wollte es nicht beides auf eine Seite hauen, weil das wäre dann zu klein und zu schmal gewesen. Dann haben wir natürlich vorne diesen hellblauen Abschnitt mit den Aufklebern von Outback Mototech und Moscomoto. Das natürlich auch hier ein bisschen ja, so gedacht ist, dass es genau in dieses Feld von den Sturzbügeln passt. Hat, finde ich, ganz gut hingehauen. Dann haben wir noch hier diesen Bereich, der war ja vorhin grau, den haben wir auch quasi in schwarz foliert. Und dieses Bauteil tatsächlich, das habe ich dann nicht foliert, sondern einfach in schwarz nachgekauft. Das ist auch für euch natürlich ein kleiner Tipp, wenn ihr ein Bauteil in einer anderen Farbe wollt, könnt ihr bei Yamaha euch alle Ersatzteile einfach nachkaufen und dann natürlich entsprechend, zum Beispiel von der roten Teneré gibt es eben das hier in schwarz und so spart man sich dann diese Arbeit schon mal. Die Felgen sind pulverbeschichtet, das war ja ein doch ein bisschen größerer Aufwand, weil man muss natürlich die Speichen alle rausnehmen, den Reifen abnehmen und dann kann man die Felge beschichten lassen und das natürlich auch wieder zusammenbauen lassen. Da gibt es nicht so viele Werkstätten, die das gerne machen und dann auch nicht unbedingt preisgünstig, aber ich komme später nochmal dazu, was das genau gekostet hat. Genau, ist jetzt kein reiner Goldton, ist mehr so ein Ocker, Sand, Beige-Ton, irgendwie so eine Mischung, hat aber auch irgendwas von einem Gold. Passen dazu dann hier hinten auch nochmal die Goldfolie, die tatsächlich, finde ich, ganz gut passt, obwohl es, wie gesagt, nicht im Original dieselbe Farbe ist, aber in der Mischung finde ich es ganz gut. Und auch ein kleiner Vorteil, gerade jetzt zu der dreckigen Jahreszeit, wenn man so bei Schlamm unterwegs ist und auch viel hellen Kies aufwirbelt, dass die Felgen das quasi nicht so deutlich widerspiegeln. Ihr seht, das ist super dreckig, aber man sieht es quasi nicht so sehr, weil die Felge natürlich einen hellen Farbton hat. Neben der neuen Farbe, beziehungsweise neben der Folierung und den Felgen, habe ich natürlich noch ein paar Kleinigkeiten ausgetauscht. Zum Beispiel habe ich jetzt die LED-Blinker angebracht, dann das Windschild in schwarz getönt. Das ist von WRS, es ist die originale Scheibe, also die ist genau wie die durchsichtige von vorher. Und dann haben wir noch an der Seite diese Windstopper, nenne ich sie jetzt mal, die auch hier diese kleine Ausbuchtung haben, dass quasi der Wind theoretisch an den Schultern nicht ganz so drauf brischt. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass sich da was ändern würde, aber mal gucken. Ich finde es optisch auch ganz schön, weil es das Bike noch so ein bisschen dunkler, böser irgendwie vielleicht wirkt und auch ein bisschen breiter ist und auch aus Fahrerperspektive es vorne so ein bisschen breiter in der Front hat. Natürlich nur rein optisch, gefällt mir ganz gut, ist dann jedem seine Geschmackssache. Und ja, hinten haben wir noch den kurzen Kennzeichenhalter, dazu gibt es auch noch mal ein ganz kurzes Video. Ich glaube, mehr Änderungen kann man jetzt nicht machen. Genau, deswegen kommt jetzt noch mal kurz eine Zusammenfassung. Ich bin auch sehr froh, dass bei vielen von euch das neue Design so gut angekommen ist. Freut mich natürlich sehr, dass es den meisten auch gefällt. Und ich bin auch tatsächlich ein bisschen gespannt darauf, wann im Urlaub der ein oder andere jetzt aufgrund des Bikes quasi mich erkennt. Finde ich immer ganz schön, wenn ich in der Öffentlichkeit dazu angesprochen werde. Genau, was hat also jetzt der ganze Umbau gekostet? Wir fangen bei den Felgen an. Das war auch der erste Schritt, den ich gemacht habe. Wenn man jetzt zu einer offiziellen Yamaha-Werkstatt geht, dann zahlt man in der Regel 400 Euro für das Zerlegen und das wieder zusammenbauen der Reifen, beziehungsweise des Rades, muss ich natürlich aufpassen, weil sonst beschwert sich immer, dass ich die falschen Wörter benutze. Ich habe jetzt quasi eine Werkstatt gefunden, die hat es mir für 200 Euro gemacht, also der komplette Zusammenbau und das komplette Auseinanderbauen der Speichen und der Reifen, 200 Euro. Dann haben wir die Pulverbeschichtung der Felgen, das war jetzt in dem Fall, glaube ich, ein bisschen teurer, auch weil es eine kleine Sonderfarbe war, hat also auch nochmal ungefähr 200 Euro gekostet, sind wir schon bei 400 Euro.
Und genau, dann Design von der Folie habe ich selber gemacht, deswegen fallen da keine Kosten an. Die Kosten aber für die Folierung und das Material, das quasi verwendet war, war bei 450 Euro im Ganzen. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 850 Euro ja, für das Design plus dann noch die dunklen Windschildscheiben, die drei Stück kosten insgesamt, ich glaube, 150 Euro waren es, also 1000 Euro kann man tatsächlich genau auf den Strich sagen, hat quasi das Ganze gekostet, inklusive Material, Werkstattkosten und der Folierarbeit, die natürlich auch mit drin steckt. Und ja, ich bin sehr froh, dass es am Ende so gut geklappt hat. Es hat doch fast 2 Monate insgesamt gedauert, bis es dann fertig war. Genau, so viel zum Umbau. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Bike, zu meinen Zubehörteilen, was auch immer, wie immer, hinterlasst mir einen Kommentar oder schreibt mir auf Instagram. Ich kriege immer schöne Nachrichten von euch, auch zu meiner Bekleidung und Zubehörsachen, bla bla bla. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Wir sehen uns beim nächsten Video.